Drei Jahre alt war Cookies, ein fröhlicher Labrador, der mit seiner Besitzerin, Marie, über die Felder streifte. Plötzlich, wie aus dem Nichts, schoss ein Kaninchen über das grüne Meer und Cookies, Jagdlust entfacht, hinterher. Das Kaninchen verschwand in einem schmalen Erdloch, doch Cookies, blind vor Eifer, folgte ihm. Der Eingang war eng, doch Cookies presste sich hinein und verschwand im Dunkel der Erde. Marie rannte sofort zum Loch, doch die Dunkelheit verschluckte den kleinen Labrador, nur das Rascheln seiner Pfoten war noch zu hören. Dann Stille. Marie rief verzweifelt nach Cookies, ihr Herz pochte wild. Ihre Stimme hallte in dem schmalen Schacht, doch keine Antwort. Mit zitternden Händen versuchte sie, ihren Hund zu erreichen, doch die Erde war zu hart, der Gang zu eng. Cookies war gefangen. 2,5 Stunden lang versuchte Marie verzweifelt, Cookies aus der Erde zu befreien. Sie rief Nachbarn, rief die Feuerwehr, doch keiner konnte ihr helfen. Die Erde war zu hart und der Gang zu eng. Marie war verzweifelt, sie sah ihren geliebten Hund verloren. Als es langsam dunkel wurde, erreichte sie einen Anruf. Die Bergwacht, ein Team von erfahrenen Rettungsleuten, war bereit, Cookies zu befreien. 10 Menschen, mit Schaufeln und Spezialgeräten ausgerüstet, rückten an. 3 Stunden lang gruben sie, Meter um Meter. Der Staub wirbelte auf, das Licht der Lampen erhellte die Dunkelheit und der Duft von Erde erfüllte die Luft. Marie beobachtete die Retter mit banger Spannung. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, erschien Cookies in dem ausgegrabenen Loch. Er war erschöpft, verdreckt und sein Fell war voller Erde, aber er lebte. Marie sank vor Freude auf die Knie, Tränen der Erleichterung liefen ihr übers Gesicht. Cookies leckte ihr freudig ins Gesicht, als wäre nichts gewesen. Der Tierarzt, der Cookies untersuchte, bestätigte, dass er keine Verletzungen hatte. Er war nur erschöpft und durstgetrunken. Marie nahm Cookies in ihre Arme, voller Dankbarkeit für die Rettungsleute, die ihr ihren geliebten Hund zurückgebracht hatten. Es war ein Tag voller Angst und Verzweiflung, aber am Ende überwand die Liebe und die Hingabe der Rettungsleute das Schicksal. Cookies, der kleine Abenteuerlustige, hatte seinen kleinen Ausflug in die Unterwelt überlebt, und Marie wusste, dass sie ihn niemals mehr allein in die Felder lassen würde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.